So, und dann müssen wir noch erklären, was es denn jetzt heißt, wenn eine Turing-Maschine anhält, akzeptiert. Auch das überträgt sich eigentlich in völlig natürlicher Weise. Wir haben jetzt eine nicht-deterministische Turing-Maschine. So, und die Turing-Maschine hält bei der Eingabe eines Wortes W, ja, falls es unter den möglichen Rechnungen, die M wählen kann, eine gibt, sodass M eine Haltekonfiguration erreicht. Eine Turing-Maschine hängt. Eigentlich brauche ich das gar nicht so formulieren. Das muss ich nochmal gucken, aber ich glaube, ich muss mir da nicht an den Stellen alle möglichen Rechnungen angucken. Ich glaube, das kann ich sogar streichen. Ja, das kann ich eigentlich streichen. Also, die Maschine hält, ja, wenn einfach so eine Haltekonfiguration erreicht wird. So, und sie bleibt hängen, wenn ich halt keine Nachfolgekonfiguration habe. Weil hier steht ja, das können wir an dem Beispiel, an dem Beispiel sehe ich es jetzt, glaube ich, nicht. Ja, wenn ich jetzt einfach sagen würde, bei dieser Maschine hier, ich nehme das B hier weg, ja, und ich bin dann an einer Stelle, wo ich ein B habe, dann wird es halt einfach hängen bleiben. Ja, weil dann habe ich nichts zu tun, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Dann geht es ja nicht weiter, bleibt einfach stecken, bleibt hängen. So, und spannender ist aber jetzt der Begriff der Akzeptanz. Und zwar in der Turing-Maschine M akzeptiert ein Wort. Ja, wenn wir von der Startkonfiguration aus loslaufen. Ja, und wenn wir prinzipiell einen Haltezustand erreichen können. Und dann muss ich mir halt angucken, ja, welche möglichen Rechnungen gibt es denn? Ja, und wenn unter diesen möglichen Rechnungen wenigstens einer dabei ist, sodass die Turing-Maschine anhält. Dann heißt es schon, wir akzeptieren. Ja. Das müsste ich vielleicht ein bisschen anders formulieren. Und zwar, da springe ich das von da oben mal mit rein. Falls M ausgehend von der Startkonfiguration S blank W blank. Ich formuliere das mal so. Also, eine Turing-Maschine akzeptiert ein Wort W, falls M ausgehend von der Startkonfiguration von allen möglichen Rechnungen eine dabei ist, die den Haltezustand erreicht. Ja, und das gucken wir uns jetzt nochmal hier ganz kurz an bei diesen beiden Beispielen. Ja, das kann man sich relativ schnell überlegen. Ja, wenn ich hier irgendwie so ein Wort habe. Ja, und jetzt gucken wir ja sozusagen intuitiv als Mensch da mal drauf, dann sehen wir ja, dieses Ding hier, das ist ja gerade das gesuchte Teilwort. Ja, und wenn wir jetzt alle möglichen Rechnungen ausprobieren würden, ja, also das würde ja bedingen, dass wir sozusagen, wir gehen nach links, ja, und dann starten wir hier mit unserer Abzweigung in diesem Strang hier oben. Oder wir machen es von hier aus, oder wir machen es von hier aus, oder wir machen es von hier aus. Ja, und wenn wir von hier aus starten, dann können wir wirklich, landen wir wirklich hier hinten in einem Haltezustand. Ja? Das heißt, von allen möglichen Rechnungen, die wir ausführen können, ist wenigstens eine dabei. Nämlich genau die, dass wenn wir ausgehend von der Startkonfiguration hier hinlaufen, an diese Stelle, ja, und dann unseren Test machen, ob da jetzt gerade ABA kommt. Ja, das heißt, es reicht aus, wenn einmal die Möglichkeit besteht, in diesen Haltezustand zu kommen. Ja, und genau das Gleiche hier auch. Bei dem Dingen. Ja, wenn wir jetzt irgendwie eine Zahl haben, sagen wir mal die Zahl 27, ja, so, und dann, was macht diese Turing-Maschine? Die rät zwei Zahlen. Ja, und wenn wir jetzt irgendwie systematisch da irgendwie durchgehen würden, ja, und alle möglichen Zahlen raten würden, ja, wir fangen irgendwie hier mit der 1 an, 1 ist unspannend, mit einer 2 und hier mit einer 2, dann 2 und 3, 3 und 3 und so weiter. Wenn wir also irgendwie systematisch da durchgehen, ja, dann kommen wir auch irgendwann an der Konfiguration an, dass wir dann hier gerade die 3 und die 9 ausgewählt haben. Ja, und dann, wenn wir dann hier weitermachen, Multiplikation, aha, 27 und 27 mit 27 vergleichen, landen wir auch in der Haltekonfiguration.